Guten Tag, mein Name ist Nicole Müller-Reimann und ich möchte heute eine Ricotta-Apfelcreme mit Amaretti für Sie zubereiten. Hierfür haben wir schon einige Äpfel zubereitet. Wir werden daraus einen Kompott herstellen. Wichtig dabei ist, dass Sie darauf achten, beim Einkauf säuerliche Äpfel zu benutzen. Die Äpfel sind geviertelt, das Kerngehäuse entfernt und sie sind in grobe Würfel geschnitten. Ich gebe die Apfelwürfel in einen Topf, gebe ein wenig Weißwein dazu. Zitronensaft, das ist besonders wichtig, damit Sie die Äpfel ihre Farbe behalten, und Zucker. Ich rühre alles um, verschließe den Deckel nicht ganz und lasse die Äpfel aufkochen und danach 15 bis 20 Minuten garen, bis ein schönes Kompott entstanden ist. Nach etwa der Hälfte der Garzeit nehme ich den Deckel runter, damit die Flüssigkeit verdampfen kann. Wir brauchen für unsere Speise nämlich ein sehr trockenes Apfelpüree. Zum Aromatisieren des Apfelkompotts hacke ich jetzt noch einige Minzblättchen. Die habe ich vorher abgespült und abgeschüttelt. Ich rühre sie einfach, wenn das Apfelkompott fertig gekocht ist, unter. Und das Ganze lassen wir jetzt abkühlen. Für unseren Amaretti-Boden müssen wir jetzt die Kekse zerbröseln. Mein Tipp hierfür ist, nehmen Sie einen Gefrierbeutel, füllen Sie die Kekse. Wir haben einmal weiche Amaretti und einmal die etwas kleineren, festeren in den Gefrierbeutel und hauen sie mit einem Stieltopf oder mit einem Nudelholz darauf. So. Sie müssen gar nicht besonders fein zerbröselt sein. Wenn Sie noch mit den Fingern ein bisschen nachhelfen, ist das auch in Ordnung. In jedem Fall werden diese Keksbrösel jetzt in die Schale gefüllt. Mit den Fingern etwas festgedrückt. Und damit sie sich noch ein bisschen besser verbinden, mit ein wenig Süßwein und dem restlichen Weißwein getränkt. Dann geben wir unser inzwischen abgekühltes Apfelkompott als zweite Schicht auf die Kekse. Verrühren es ein bisschen, bis alles glatt ist, und stellen es in den Kühlschrank. Hier habe ich unseren Ricotta. Der ist schön kalt, der lässt sich besser verarbeiten. Der Ricotta wird mit Puderzucker glatt gerührt. Es geht am besten mit einem Schneebesen. Sie können natürlich auch ein elektrisches Handrührgerät benutzen. Dann erhitzen wir, ich habe es hier schon ein bisschen vorbereitet, den restlichen Zitronensaft. Nehmen die eingeweichte Gelatine aus dem Einweichwasser, drücken sie kräftig aus. Lösen die Gelatine in den warmen Zitronensaft. Wichtig ist, dass es nicht kocht, weil sonst der Geliereffekt nicht mehr zustande käme. Dann rühren wir die Gelatine-Zitrone-Mischung unter unsere Ricotta-Creme. So, diese Ricotta-Creme zieht jetzt ein bisschen an und das in 15 Minuten im Kühlschrank. So, ich habe die Sahne jetzt steif geschlagen und werde sie unter unsere leicht gelierte Ricotta-Creme ziehen. Am besten mit einem Spachtel vorsichtig unterheben.
diese Creme kommt wiederum 30 Minuten in den Kühlschrank. So, jetzt als letzte Schicht wird unsere Ricotta-Creme auf das Apfelkompott gestrichen. Die Ricotta-Creme ist jetzt ein bisschen fester schon geworden. Einfach glatt gestrichen. Und damit sie ganz fest wird, kommt sie jetzt nochmal für 3 Stunden in den Kühlschrank. Als süßes Topping habe ich jetzt einige Mandelplättchen ohne Fett goldbraun geröstet. Ich gebe Honig dazu, der nur kurz erwärmt werden soll. Verrühre alles und nehme es auch gleich runter von dem Herd. Und gebe diese warme Mandel-Honig-Mischung auf meine Ricotta-Creme. Dieses Dessert ist wunderbar geeignet als Partyrezept. Es ist sehr erfrischend, es lässt sich auch schon 1-2 Tage vor einem Fest vorbereiten. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Nachkochen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.